bereit machen. Dr. Dominguez kommt nach unten. Verdammt, ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Blick zu dieser Höhle. Blick zu dieser Höhle. Jonah, ich betrete eine Höhle. Möglicher Kontaktverlust. Verstanden. Ich behalte hier Trinity im Auge.
Höhle steht anscheinend sonst unter Wasser. Die Inschriften auf diesem Maya-Monolithen sind unleserlich geworden. Alles klar. Das hier. Vielleicht ist da etwas unter Wasser. Zellen.
Ich muss den Tempel finden, nachdem Dominguez sucht. Jonah, ich bin da. In einem unterirdischen Tempel. Gut. Wow. Das ist nicht gut. Lara, Trinity sprengt sich den Weg frei. Ich merk's, alles bebt schon. Da ist eine Pyramide. Ich gehe rauf zur Spitze. Lara, wie läuft's? Gut, es gibt Plattformen, um nach oben zu kommen. Ich muss sie nur irgendwie beschweren. Ich verliere dich. Ich habe hier Aktivität. Ich gehe jetzt näher ran. Ich muss einen Weg auf die andere Seite finden.
Die Glockenplattform hängt fest. Ich kann versuchen, die Drehscheibe mit der Kurbel zu drehen.
kann versuchen, die Drehscheibe mit der Kurbel zu drehen.
Fiona, hier ist eine Wandmalerei. Darauf ist eine Schatulle abgebildet. Die Inschrift lautet, die silberne Schatulle von X-Chell. Die muss in der verborgenen Stadt sein. Das ist ein Maya-Mythos. Die Schatulle beschwört offenbar den Gott Kukulkan. Der Gott der Schöpfung. Danach sucht Trinity also. Warte, das war's noch nicht. Das sieht wie eine Reihe von Katastrophen aus. Ein Tsunami, ein Sturm, ein Erdbeben, ein Vulkanausbruch. So viel zum Gott der Schöpfung. Naja, bei den Maya ist Kukulkan der Gott der Schöpfung und der Zerstörung. Das sieht wie die Hydra-Konstellation aus, aber die Sterne sind falsch angeordnet. Ich habe einen Dolch gefunden. Und da ist eine Inschrift. Der Schlüssel zu X-Chells Herz leitet die Säuberung ein. Trinity darf das auf keinen Fall kriegen. Lass uns nachdenken. Scheiße, Laura, zu dir kommen ein paar Trinity-Wachen. Was ich mache? Ich überprüfe gerade die Pumpe.